Tobias Andres, was sind für Sie die wichtigsten Erkenntnisse von diesem heutigen Oben? Ich glaube, die wichtigste Erkenntnis ist, man muss jetzt anpacken, tun, nicht nur wollen. Wir müssen dreimal mehr in Energieinfrastruktur investieren. Wir können nicht mehr warten. Sie sagen, man muss. Was macht die EBL? Die EBL ist natürlich gut noch dabei. Wir investieren in Fernwärmeanlagen in der Schweiz, dekarbonisieren somit die Wärmeversorgung von der Schweiz. Wir investieren in Photovoltaikanlagen und vor allem wir bündeln Investoren aus der Finanzbranche und investieren gemeinsam mit ihnen in erneuerbare Energieanlagen. Und wie machen Sie das genau? Das ist eigentlich relativ geradeaus. Wir gründen einen weiteren neuen Fonds für Investitionen in erneuerbare Energien. Ein Job ist natürlich dann, Investoren zu akquirieren. Da haben wir schon einige Interessenten, die schon mitmachen wollen. Und wir haben mittlerweile auch eine Bewilligung von der FINMA erreicht, dass wir Vermögensverwaltung von kollektiven Kapitalanlagen machen dürfen. Das ist eine Premiere. Das ist einzigartig in der Schweiz. Für Energieversorgung.